Willkommen zurück zu Remember Me, Folge 18. 18, 18. Genau. Nieling, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht einfach in die Männerumkleidekabine gehen. Naja, hier sind auch schon einige vor Schock umgefallen. Genau. Oder sie haben genauso viel getrunken wie wir. Wir waren nämlich das ganze Wochenende feiern und haben jetzt beide einen Schädel. Spielen aber trotzdem für euch ein paar Folgen und diesmal wird aber mal 2-3 Folgen lang nicht gesoffen, weil wir... Genau, damit ein paar Nervenzellen auch wieder nachwachsen können. Ja, also echt, unsere Lebern tun schon weh, also das ist einfach nicht okay. So, ich gucke jetzt mal, was hier ist. Hier machen wir auf. Da ist eine Reminiszene, die gucken wir uns gleich an. Jetzt gehe ich nochmal zu den Klos, vielleicht liegt da hier noch was. Man weiß es nicht, da oben ist irgendwie ein Typ. Haben schöne Poster sieht hier. Sieht lecker aus. Naja, ist doch eigentlich recht sauber, so... Dafür, dass das ein Gefängnis ist? Könnte noch schlimmer sein. Wirkt auf mich jetzt irgendwie nicht besonders sauber, aber na gut. Könnte alles noch schlimmer sein. Ich war noch nie im Gefängnis, aber ich kann mir vorstellen, dass es bei dir. Ich wollte gerade sagen, du kennst dich ja aus, ne? Ja, kannst mal sehen. So. Sergeant Warner, ja, den haben wir ja gehackt das letzte Mal. Dann muss ich mich jetzt hier synchronisieren. So, und dann kann ich dort hingehen und diese Tür ganz einfach öffnen. Ja, was machen wir hier? Wir sind... In diesem Gefängnis das ist ein Gefängnis im Endeffekt. Da wird man aber so ein bisschen wie in Azkaban, es ist nicht so ein normales Gefängnis, also wie bei Harry Potter, sondern hier wird den Leuten was Schlimmeres angetan als einfach nur eingesperrt. Denen wird ihre Erinnerung gestohlen und dann werden sie zu lethargischen und energiearmen. Ja, also eigentlich so großartig Sicherheitsvorkehrungen müssten sie gar nicht haben. Ja. Ne? Also Leute wissen ja gar nicht, Erinnerung, was sie sollen. Würde ich gar nicht auf die Idee kommen, irgendwie fliehen zu wollen. Richtig. Hast ja keine Erinnerung daran, dass es draußen irgendwie schöner ist. Oh Gott. Es wird geprügelt. Na, konfrontier mal. Der Junk Bolt durchbricht den Schild der schweren Enforcer. Drücke LB zum Anvisieren und zum Feuern RT. Ich verstehe kein Wort. Guck mal, jetzt habe ich den Schild weggehauen und jetzt kann ich ihn verprügeln. Ich muss ihn einfach nur vorher einmal abschießen, bevor ich auf ihn prügeln kann. Okay. Und das heißt halt Junk Bolt offensichtlich. Aha. Mann, ich krieg den Combo gerade nicht hin, ey. Ja, aber das geht mir ja auch immer so. Fühle ich mich nicht so allein. Jetzt, ja. Voller Beschwerden. Achso, ich muss ihn überlassen. Hätte ich mal hingucken sollen. Sehr gut. Tschüss. Haben wir uns so gefreut über die Combo? Ja. Ja, ich wollte die jetzt hinkriegen. Ich wollte jetzt einmal wieder eine Combo machen. So, war das jetzt hier der einzige? Ein Enforcer nur. Guck mal, da arbeiten so ein paar Roboter. Ja, der wischt da ohne irgendein Tuch den Tisch. Naja, doch, da ist was. So, was ist hier noch? Hier sind zwei Türen. Ja. Es gibt immer so wenig in den Räumen, oder? Also ja, es ist immer... nichts, was man einsammeln kann und so. Also es wurde ja von einigen Fans auch schon in den Kommentaren geschrieben, dass die... dass es echt eine schöne, detaillierte Grafik ist. Also dass es da für aktuelle Konsolengenerationen echt hübsch aussieht und so. Sehr detailliert, aber es gibt wirklich nicht viel zu interagieren. Also man kann nicht viel machen. Ich gehe jetzt erstmal hier rechts. Also ich meine, man muss ja nicht so ein Sammelspiel haben wie Lego oder so. Ja, es muss ja nicht gleich alles Lego City sein. Wo man irgendwie alles einsammeln kann, aber so ein paar Gegenstände. Uns wurde ebenfalls gesagt, wir sollen nicht immer alles vorlesen, die Leute können selber lesen. Okay. So, was waren das jetzt? Neo Paris, die Festung Bastille, oder? Also sollen wir jetzt einfach still sein? Ja. Okay, Gedenkminute. Ups. Entschuldigung. Genießminute. Mann, ich muss es anklicken. So, basieren. Ja, genau. Das haben wir das ja auch schon erzählt. Genau das, was wir auch schon wussten. Gedächtnislöschung. Dadurch sind die alle apathisch und niemand will mehr groß fliehen. Ist natürlich ziemlich grausig, aber auf der anderen Seite auch eigentlich ziemlich pragmatisch. So. Da komme ich her. Da ja. Naja, gut, in der Welt braucht man sich, glaube ich, nicht so sehr über Moral und so. Ja, es ist ja Cyberpunk im Endeffekt. Es ist zwar jetzt nicht Deus Ex und es ist auch nicht Ghost in the Shell. Das sieht so aus, als hättest du jetzt Spaß. Ja, werde ich haben. Ja. Sehr schön entwaffnet und. Und jetzt hau ich ihnen noch den DOS rein, dann kann ich ihm machen, was ich will. Die wehren sich nicht. Ich glaube, der Linksmann hat auch kein Schild. Ja, der hat auch kein Schild. Suchen sie ja dreimal. Ach, schade. Ja, aber ich kann ja schon gleich den nächsten Mal. Aber vielleicht. Okay. Ja.
dachte, jetzt mach ich erstmal die fertig. Vielleicht erstmal den, aber du kannst ja auch die anderen beiden. Ja, Mr. Rush wieder vorbei. Ja. Aber das recht, ich kann erstmal den hier noch entwaffnen. Tschüss. Ja, genau. Dann kannst du dir einfach darf ich mal ganz kurz, aussehen? Ich muss nämlich mal ganz kurz nochmal den Combo, wir haben es jetzt schon wieder eine Woche nicht mehr gespielt. Y, X, Y, X, Y, also es fängt mit Y an und dann immer abwechselnd und das andere ist X, Y, Y, X, Y, Y. Okay, weiß Bescheid. Y, X, Y, Y. Ja, dann funktioniert es nämlich auch wieder. Schön. Und das war Y, X, Y, X, Y, Y, X, Y, X, Y. Master of Spirits. Au! Na gut, dann wartet halt nochmal kurz. Dann habe ich ein bisschen mehr Ruhe. Ja, und ihr macht ein kleines Nickerchen. Könnt ihr euch schön ausruhen. Ist ja auch anstrengend, in so einem Exoskelett die ganze Zeit rumzulaufen. Richtig, oder? Also ich meine, das musst du mal Commander Shepard fragen bei Mass Effect. Die machen das auch die ganze Zeit. Oh, du kannst ihn überlasten. Mach ich doch. Oder so ziemlich jeden anderen, irgendwie Space Marine in jeder Sci-Fi-Geschichte. Alle immer so eine Rüstung. Wie ist das eigentlich nicht gedacht? Also, ja. Oder denken sie sich überhaupt gar nichts? Sind die dann so schwer, wie sie aussehen? Oder ist das dann irgendwie so voll das krasse Carbon-Material? Erstens das und zweitens haben sie natürlich Servomotoren drin. Ist ja alles elektrisch. Also es wird unterstützt. Also es ist ja künstlicher Körper sozusagen. Explosiver Sensen-Virus, der Endforcer-Schilde zerstört und allen Zielen in Reichweite schweren Schaden, Entschuldigung. Öffnen Sie das? Ja, mache ich. Logikbombe, aha. Das hat ja sogar mal irgendwie einen Sinn. Verwenden Sie R, um das Ziel zu wechseln. Aha. Ja, schon klar. Kann ich das jetzt? Wir sollen doch nicht alles vorlesen. Achso, jetzt kann ich mir einen aussuchen von den beiden und dann mache ich das. Und jetzt explodiert er. Springen Sie jetzt zurück, um aus dem Schadensbereich zu entkommen. Mache ich. Tschüss. Oh, das war cool. Aha. That was cool. Muss man aber ein bisschen aufpassen, dass man nicht im Schadensbereich ist. Ja. So, jetzt würde ich aber. Oh, den kann ich direkt. Guck mal, den ich anvisiert habe mit der Bombe, der ist direkt fertig dann. Muss man ja wissen. So. Jetzt erstmal besorge ich mir ein bisschen Stille. Oder ein bisschen fiepen. Ja. Je nachdem, wie man sieht. Komm mal, zweimal diese Combo, die schaffe ich genau. Der ist nämlich weg. Genau. Den krieg ich sogar auch noch einmal gehauen. So, dann sind die schwersten jetzt nämlich schon mal weg. Ich nehme an, dass die schwarzen irgendwie ein bisschen stärker waren als die normalen Orangen. Roten. Okay. Ich wollte gerade fragen, woher. Nee, ich weiß, Videospiellogik. So. Ja. Schwarz ist halt irgendwie cooler, deswegen sind die halt stärker wahrscheinlich. Ja. Nee, ich muss immer erstmal kurz überlegen, woher. Ob man das irgendwoher wissen könnte, aber nee, es ist jetzt angenommen. Ja. Naja, so immer, auch bei den Wegen, wo dann immer weiß, nee, da geht's nicht lang. Wo ich jetzt vom normalen Menschenverstand sagen würde, ja, da geht's lang. Ja, das ist 20 Jahre Videospiele spielen. Die sind ja dann letztlich doch alle nur die Kinder ihrer Vorväter immer. Und wenn man die Vorgänger gespielt hat oder die Inspirationsquellen. Wenn ich mein Gedächtnis ist ja mal das gleiche. Dann bitte ohne Vent. An dieses Arschloch will ich mich nicht erinnern. Ohne Vent. Die Vergangenheit kann dir nichts mehr. Lebe im Hier und Jetzt. Ja, Edge, danke. Ja, aber es ist ja auch nicht so sinnvoll, Informationen zu vergessen. Ja, könnte ja mal wichtig sein, über dass sie die Feinde. Ihn kannte. Also. Genau. So, da geht's, glaube ich, weiter. Genau. Zopf. Ich mag immer diese so Trainingsräume nicht, weil ich mich da nie orientieren kann. Die sehen immer von allen Seiten gleich aus. Ja. Guck mal, da sind vielleicht zwei. Wie wir bei diesem Kampf in der Arena gegen hier Kid Christmas da nicht wussten, wie wir da rauskamen. Weil alles von allen Seiten gleich aussah. So, jetzt habe ich mich mal geheilt. Mhm. Haben wir das auch mal sehr gesehen? Schön. Hübsche Animationen, erinnert mich ein bisschen an Sailor Moon. Wenn die sich verwandelt haben. Da hast du recht. So, Sergeant Vaughn, was willst du jetzt machen? Ach, ich muss mich wieder synchronisieren. Dann kann ich die Tür auch aufmachen. Was für ein tolles Feature, oder? Mal und dreimal B drücken und dann funktioniert alles. So, was ist hier? Ne, das ist auch wieder nur Deko. Tür ist offen. Braucht man keine Hand? Nee, man braucht keine Hände. Also, Hände braucht man nicht. Wer braucht denn schon eine Hand? Also, achso, hier komme ich her. Ich bin so doof. Arrestzellen. Ah, hier sind wir. Das Ding ist ja groß. Was ist denn das? Vielleicht ist das der Erinnerungsstaubsauger vielleicht. Genau.
Wer ist sie denn? Ist sie jetzt jemand Wichtiges? Oh, sie ist bestimmt im Gefängnis direkt. Ja, sie läuft so, als wäre sie wichtig. Ach ja, stimmt, sie, die keinen Namen hat. Ja. Madame. Ja. Ich aktiviere den Brain Drainer. Den Brain Drainer? Brain Drainer. Darf, bin ich. Ah, das ist wirklich der Erinnerungsstaubsauger. Ist ja geil. Okay, wie genau funktioniert der jetzt? Der scannt da jetzt einen Bereich irgendwie und was ist die Auswirkung? Ich denke mal, du darfst nicht in dein Licht treten. Das ist meistens dann so, ja. Ui. Sieht so aus, ja. Also fährt man dann mal fettkrass in Ohnmacht. Okay, also ich bin hier in Sicherheit. Hinter der... Ich verstehe, so, wo muss ich denn jetzt okay. lang? Okay. Da lang. Da ist irgendwie zu, oder? Also hier nicht lang. Ja, gut zu wissen. So. Hier ist die nächste Säule. Zurück? Ja, oh. Ja, es schädigt einen ein bisschen. Ja, ist nicht so ganz klar zu sehen manchmal der Winkel von dem Ding. Also hier müsste jetzt ja so ein bisschen schräg in die Richtung sein. Ja. Ja, das ist ein bisschen gemein, die Linien am Boden sind da ein bisschen... Ja, die sind irreführend. Das müsste jetzt aber stimmen, ja. Ja, genau. Oh, was für eine Geschicklichkeitspassage. Nee, da lang. Ein bisschen eher nach rechts. Ja. Und so, so super lässt sich Nilin jetzt auch nicht präzise da hinstellen. Ja, vor allem sind ihre Füße immer im Boden versunken. Die versinken, ja. Also ich würde sagen, der Estrich ist nur nicht trocken. Nee, stimmt, da hast du recht. Also wenn ihr Arsch außerhalb der Linie ist, ist es nicht so wild, glaube ich. Na, wichtig ist natürlich der Kopf. Doch das Gehirn drin ist doch der Brain Drainer. Da hast du recht. So. Jetzt habe ich keine Ahnung. Eine Reminiszene. Guck ich mir die nochmal an. Einfach Knopf drücken und schwupps, die Zelle auf dem Weg zur Wartung und währenddessen 40 Mal ununterbrochen zwickern. Synchronisieren? Mit dem Klo? Ja. Jetzt kann ich diesen Knopf hier drücken. Und dann fährt und dann diese Zelle die sonst wohin. An oder was? Ja, ja, sozusagen. Also es wird nicht die Sache im Klo runtergespült, sondern die Zelle. Einfach komplett. Aha. Ja, ist auch eine Methode. Also. Das ist ganz schöner. Bisschen ineffektiv. Materialverschwendung. So wie Barney Stinson, der jedes Mal sein Bett austauscht, nachdem er mit einer Frau geschlafen ja, hat. Ja, genau. Das ist oder Mr. Burns ist halt eine Wegwerfzelle, ne? Einwegzelle. Okay, die sind also im Verhörgebäude, wissen wir Bescheid. Aber sie haben niemanden zum Verhören. Beeil dich. Okay. Oder geht es um die Patienten in Anführungszeichen? Irgendjemand wird schon verhört werden, keine Ahnung. Okay, also da ist nicht so einfach. Jetzt kommt er da durch. Da so ein bisschen lang. So, gucke ich mal hier noch, was da ist. Da ist nix. Ich nehme an, ich muss mal nach da, wo die Drohne dann ist. Oder muss ich hier lang? Warte mal, da ist irgendwie eine so. Eine gelbe Kiste. War da nicht irgendwie mal im Vordergrund. Nee. Könnte das hier irgendwo direkt könnte sein? Könnte das da links sein? Da wo der. Also irgendwie, da muss es ja so rot. Hier oben ist ja auf jeden Fall so eine Wartungsdrohne auch in der Luft. Ja, also. Da drüben, dachte ich. Achso, du meinst, dass die da gesichert ist sozusagen durch dieses. Guck mal, da hinten, da ist dieses blaue Ding auf der, dieses runde. Ja, ja, das meine ich doch, da wo die Drohne war. Ja, oh, scheiße. Ja, sorry, wie soll man denn da jetzt vorbeikommen? Voll gemein, oh. Fieso, ey. Ja. Oh, dass man hier jedes Mal dann immer diese ganze Sequenz nicht nochmal anhören darf. Nein, ich kann doch jetzt nicht... Oh. Guck mal, ich kann aber, wenn der da so rechts ist, kann ich da vorbeirennen. Jetzt kommt er hier nach vorne, kommt aber nicht so weit und dann geht er nach links und dann geht er nach rechts und wenn er nach rechts geht, kann ich da durch. Haha, ja. Focus Boost! Oh, schade. Das dauert noch ein Weilchen, bis wir dazu irgendwas kommen. Wow.
Auf zu den Verhörzellen. Dann schnappen wir uns jetzt Madame, Madame und Monsieur, Monsieur. und sagen Fragen, au revoir, au revoir. Machen wir auch, denn die Folge ist vorbei. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.